bescheuert im Kopf. Ach du heilige Santa Maria. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hier mit David Bost und mir. Yes. Und der Sonnenbrand in meinem Nacken brennt auch gerade überhaupt nicht. Nice. Wir werden heute einen Ölwechsel machen. Alexia, wie ihr sehen könnt, sitzt gerade hier auf meinen Schultern und sie hat es noch nie gemacht, das allererste Mal einen Ölwechsel machen, überhaupt an einem Motorrad und dann direkt an meiner Husqvarna FE501. Applaus bitte! Ich freue mich. Soll ich dich mal runterlassen? Ja, wäre geil. Wow, David, oh ja, mein Gott. Ich gehe jetzt in die Knie, okay? Nicht so rumwackeln, bitte. Oh Gott. Wirbel das auf jeden Fall durch, verdammte Scheiße. So. Also, Alexia, wir müssen jetzt erstmal, wie man nämlich sieht, ist hier der Parkplatz behindert. Dass wir behindert sind, das wissen die Leute da draußen natürlich, aber das sollen jetzt Außenstehende, die eventuell in die Tiefgarage kommen, nicht direkt sehen. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal den Husqvarna-Teppich hier zusammen und legen den auf das Behindertenzeichen drauf, ja? So, zack. David, man braucht unsere Reden, wenn man weiß, dass wir geklopft sind. Perfekt. So, jetzt weiß niemand mehr, wie behindert wir wirklich sind. Jetzt schieben wir das Motorrad hier drauf. Mhm. Ja, schön auf den Teppich drauf. Genau, stopp! Ständer, do not forget. Oh, du hast meinen Schnürsenkel aufgemacht. Er wollte nur, dass ich mich in dem Video lege. Ah. So, und jetzt. Vorbereitung ist alles. Alter, das war echt keine gute Idee, dass ich Alex hier gerade hinten drauf genommen habe. Das brennt so krass in meinem Nacken, ne? Ja. Danke, Stück Scheiße. So, jetzt müssen wir, was müssen wir als erstes tun? Was würdest du sagen? Die muss warm laufen. Sehr gut, nicht schlecht, genau, dann mach die mal an. Ja, jetzt geht das Gesuche wieder los. Ich weiß nicht, wo das Teil ist. Oder muss ich sie nur andrücken? Muss nur andrücken. Mhm. Weißt du, da ist so ein kleiner Schalter noch irgendwo? Kein Schalter. Richtig, ja, genau. Das heißt, jetzt lassen wir das Motorrad erstmal warm laufen, damit das Öl wirklich schön flüssig ist und gleich, wenn wir die Ölablassschraube entfernt haben, alles rausfließen kann. Ach, sehr gut. The neighbors love me. Ich würde sagen, das reicht. Der Motor ist jetzt warm, das Öl ist flüssig. Das heißt, wir gehen an den nächsten Schritt und das ist natürlich die richtige Ausrüstung. Hier haben wir schon mal alles parat gelegt von Werkzeug, ja, über Öl. Hier natürlich ausschließlich das gute Motul 300V Quadrat. Und ganz wichtig, wenn es mal wirklich eine Sauerei gibt, Metallreiniger bzw. Bremsenreiniger, einen Trichter, den brauchen wir nachher auch noch, wenn wir das neue Öl einlassen wollen. Wir haben einen neuen Ölfilter, ein Läppchen, damit man Ölreste wegwischen kann und wir haben einmal diese Handschuhe, die ich dir jetzt netterweise überreichen darf. Genau, die Ölwanne. Die Ölwanne haben wir hier. Die kommt aber erst gleich richtig zum Einsatz, denn erstmal müssen wir hier vorne alles lösen, damit das Öl überhaupt abfließen kann. Richtig? Yes! Bist du bereit? Ja, bin ich. Okay, also als erstes müssen wir, ich habe extra mal ein paar Fotos mitgebracht, damit man das auch sehen kann. Das ist nämlich wirklich, wenn man das hier sieht auf der Zeichnung, das ist nämlich aus dem Handbuch, wir haben zwei Schrauben und das hier, also die rechte hier, direkt unter dem Schalthebel, das ist die Ölablassschraube. Genau die. Die müssen wir lösen, aber vorher, damit das ganze Öl nicht hier in den Motorschutz fließt, müssen wir den Motorschutz abmachen. Was brauchen wir denn da? Ja. So ein Schlüssel. So ein Schlüssel oder eine Knarre? Was würdest du sagen, Alexia? Ja. Ich weiß, ja, was ich brauche. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Weißt du, wie geil ist, dass niemand von uns Ahnung hat? Stimmt. Das hat echt niemand Ahnung. Ja, aber wieso lacht Flo denn so hässlich? Ja, so. Autsch! Oh, der Krümmer ist so warm. Autschi. Okay. Achso, der Krümmer ist heiß, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich bin auch noch nie. Weil Motorrad das Motorrad gerade lief. Nicht eine Brandblase. Bestimmt. Egal, das ist ein Zeichen von Stärke. Nee. So, siehst du. Schraube 1 ist los. Ja? Also jetzt kriegen wir den Motorschutz ab, oder? Nee, da müssen bestimmt noch mehr Schrauben sein. Siehst du? Das ist korrekt. Pass auf. Mhm. Sehr gut. Pass auf den Krümmer auf, der ist heiß. Echt? Ja. Aha. Et voilà.
Ja, zweite Schraube. So, guck mal jetzt. Kann man das bestimmt aushaken. Genau. Da muss noch ein bisschen rabiater sein. Aber das bist du ja sowieso, deswegen kriegst du das bestimmt gut hin. Ah! I did it. Perfekt, gut. Der Motorschutz ist ab, das ist sehr gut. Die Finger sind auch schon dreckig wahrscheinlich, oder? Ja. Habt ihr nicht gerade noch Handschuhe gehabt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wo sind die Handschuhe hin? Ach, ich kann das mit Handschuhen nicht. Die sind so groß. Ich wasche lieber gleich meine Hände. Ist doch nicht schlimm. Okay, so. Das heißt, wir gehen jetzt in den nächsten Schritt über. Setze ich gerne wieder hier hin. Das heißt, wir müssen jetzt die Ölablassschraube öffnen. Aber wollen wir nicht erst das hier... Ich kenne das so, dass man das am, da wo das Öl wieder reinkommt, dass man das schon aufmacht wegen des Unterdrucks. Das kannst du machen, ja. Das hast du sehr gut, ja. Sehr gut erwähnt. Wow, da bin ich jetzt gerade begeistert. Das ist aber auf der anderen Seite. Und wieder aufstehen, jawohl. So, gucken wir mal, machen wir es. Da. Also was, ich stelle mir gerade die Frage, ob Alexia sich vorbereitet hat für das Video. Nee. Den kannst du einfach da unten hinlegen. Ich hab das ja schon ganz oft gesehen. Ist ja nicht so, dass ich seit heute Motorrad fahre. Na okay, sehr, sehr gut. Aber das wird ja auch bei der Inspektion und so automatisch mitgemacht. Die Frau kann einfach alles, das ist der Wahnsinn. So, dann kommen wir wieder rüber. So, und jetzt können wir, der letzte Ölwechsel ist noch nicht so lange her, ich schätze mal so ungefähr 10 Stunden Pi mal Daumen, vielleicht auch 15. Alle 20 mache ich eigentlich immer, aber jetzt für den Lerneffekt mit Alexia kann man das auch mal ein bisschen früher machen. Für den Lerneffekt, David hat genauso wenig Ahnung wie ich. Ach, das ist das, was ich nicht sagen sollte, ne? An der Stelle hat Alexia auch gerade einen Abonnenten weniger. Ja, gut, machen wir mal weiter. Gut, dass das nicht du bist, weil du mir nicht folgst. Ups, perfekt. Hab ja alles richtig gemacht. Ich entfolge für dich. Sehr gut, Ehrenmann. Du folgst mir auch nicht? Natürlich. Ach so, mit deinem privaten Account hier. Aha. Guck mal. Das wäre auch jetzt spooky, also wenn du direkt noch die richtige Nuss hier gehabt hättest. Das sieht gut aus. Perfekt, jetzt brauchen wir aber wahrscheinlich... Warte, wir müssen das erst wieder wegräumen, das ist hier so unordentlich. Brauche ich das hier dafür? Ja, das ist die große Knarre, genau. Guck mal, ob du da vielleicht eine Verlängerung für hast, weil sonst wird es ein bisschen tricky, da zu schrauben. Also mache ich immer ganz gerne. Ja, genau. Das macht sie schon sehr gut, muss man sagen. Nee, gerade nicht. Muss ich hier drücken. Guck mal, wenn du hier drückst, geht der Pin rein, dann kannst du drauf. Und dann lass sie doch einfach mal ein bisschen probieren. Ne? Lass mich doch nicht so scheiße dastehen. Ihr wollt nur, dass ich hier so doof bin. Und da jetzt mit schön drauf drücken und dann eben mit, da musst du die umstellen. Warte, warte, du drehst gerade fest. Genau, und dann... Wollen wir die Wand nicht ein bisschen hier rüber? Ja. Weißt du, was lustig ist? Oh Gott. Ja, hast du die lose? Sie stellt sich gerade besser an als Marvin. Echt? Das ist ja auch keine Kunst. Oh, no front. So, und da ganz kurz, bevor du die ganz abschraubst, wenn du merkst, die wird sehr, sehr lose, ne? Dann zieh dir am besten jetzt schon mal die Handschuhe an, weil jetzt spätestens werden deine Hände richtig ölig. Und dann die letzten Umdrehungen, da setzt du am besten zusätzlich den Finger ein, weil sonst droppt die Schraube in das Altöl und das ist sehr, sehr unangenehm. Du kannst ja die Hand irgendwie, ja, du musst überlegen, wenn die Schraube los ist, dann fließt das Öl direkt raus. Sie gibt sich schon sehr Mühe, muss man sagen. Das ist klasse. Ja, nur weil ihr mich als doofes Motorradmädel darstellen wollt. Oh, pass auf, gleich kommt's. Ja, das machst du schon von ganz alleine. Danke, Flo. Oh, oh. Ich hab's geschafft. Yes, wow. Oh. Richtig der geht an gut. Flo. So, und da können wir jetzt mal schauen, weil das ist ja eine magnetische Schraube, da ob da viel Späne dran ist. Ich geb dir mal den Bremsenreiniger. So. Mein Bein sieht, wenn es so liegt, aus wie so ein Hackbraten. Das ist ein super Hackbraten. Lecker. Geht. Genau, Achtung, jetzt sprühe ich die mal ein bisschen ab. Und dann können wir nämlich gleich gucken. Das ist mir jetzt so romantisch mit euch. Wir nutzen die Verzögerung und checken den Luftdruck des Balls. Aha. Ein bisschen sprühen. So, jetzt können wir die Schraube mal begutachten. Das sieht aber echt, guck mal, geh mal nah ran, Flo. Ja. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also ein bisschen Bildung von Späne ist immer normal. Und hier ist wirklich extrem wenig dran. Sieht man das? Yes. Ja, ne? Mhm. Ja. Okay, so jetzt gebe ich dir mal das Tuch, weil dann kannst du die Späne abmachen ganz vorsichtig. Und gehen nämlich hier hinter dem blauen, genau hier. Wow, das gibt's gar nicht. Alexia hat sich schon informiert. Das kannst du mir doch nicht erzählen, das gibt's ja gar nicht. Ich habe einfach schon ab und zu mal aufgepasst, wenn Leute das gemacht haben. Wahnsinn, okay. Ich bin noch ein Fuchs. Das heißt, jetzt kannst du die kleine Knarre wieder nehmen, denn da haben wir Achterschrauben, wenn mich nicht alles täuscht. Kommt
das jetzt direkt raus? Der Ölfilter kommt nicht direkt raus, ne. Das Öl kommt raus, ja. I did it. Zack. Sehr gut. So, der Deckel ist ab und jetzt kommt ein mehr oder weniger schwieriger Part, denn du brauchst Licht. Es werde Licht! Hallo. Ja, pass auf. So geht's nämlich nicht, denn es gibt da eigentlich ein Spezialwerkzeug für, das habe ich aber nicht. Deswegen müssen wir zwei Schraubendreher nehmen und die hier werden dann quasi über Kreuz genommen und dann drückst du beide zur Seite und dann kannst du den rausziehen, weil der steckt da wirklich sehr, sehr fest. Genau, also einmal über Kreuz, genau, und dann schön richtig reindrücken und dann langsam. Ja, genau, perfekt. Und jetzt kannst du ihn schon greifen mit den Händen. Au, der Krümmer schon wieder. Oh, ich bin so doof. Genau, so, das ist der alte Filter. Da können wir jetzt gleich direkt mal gucken, ob der neue passend ist. Den gebe ich dir mal. So, guck mal. Das ist der alte und hier haben wir den neuen. Guck mal, Alexia, sieht das richtig aus? Das sieht sehr richtig aus. Ja? Ja. So, den hier. Also, Alexia begeistert mich. Nur weil ihr glaubt, dass ich doof bin? Nee, aber du weißt so viel. Also, das wissen die wenigsten, dass man hier... Ich kann sogar eine Kette spannen. Ja gut, das ist jetzt, finde ich, nicht so krass wie das, was du gerade gesagt hast. Nee, weil normalerweise, viele machen den Fehler, dass sie den Ölfilter einfach einbauen. Das Problem ist aber, hier ist ja normalerweise relativ viel Öl drin. Das heißt, der Motor hat so einen kleinen Leerlauf von Öl und deswegen in der Regel empfiehlt man immer und wurde mir auch so beigebracht, macht man den Ölfilter mit frischem Öl voll. Muss jetzt nicht komplett bis oben hin, aber schon, dass da eben was drin ist. Und dann tut man den wieder rein, da wo er hingehört. Ja. Deswegen also sehr, sehr krass, dass Alexia das jetzt sogar wusste. Das sind eigentlich schon so Insider-Tipps, ja, wenn man so will. Wirklich, ich bin begeistert. Meine ich echt. Also sehr, sehr positiv überrascht. Bis jetzt schlägst du dich grandios. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie gut Alexia sich schlägt. Wir haben hier nichts vorher besprochen. Das ist ihr allererstes Mal, dass sie einen Ölwechsel macht. Ich habe noch nie einen Ölwechsel gemacht. Noch nie? Nur zugeschaut. Noch nie. So, das heißt, ich gebe dir den Filter. Willst du die... Ja. Zieh die ruhig an. Sind auch ein bisschen zu groß, die Handschuhe, muss ganz, man sagen. Ganz minimal. Ganz minimal. Das gute Modul. Ich mal. Meine Nase ist zu für den Corona-Test, ich rieche nicht so viel. Flo, ich mal. Geil, riecht richtig nach Alkohol. Nach Alkohol? Ja, nach so einem Likörchen oder so. Ja? Es riecht so leicht süßlich. Ja, aber was rede ich überhaupt mit euch? Ihr trinkt beide keinen Alkohol. Also. Ja, richtig. Wir sind gesunde Menschen. So. Ja. Öl gebe ich dir mal. Und dann füll den mal vorsichtig voll. Und dann behutsam reinstecken und den Deckel wieder drauf. War ja klar, dass Flo jetzt wieder lacht hier. Oh nein! Es tut echt weh, guck mal. Eieiei. Ja, Krankenwagen rufen. Oder ein Hello Kitty Pflaster. No? Ich möchte ein Hello Kitty Pflaster, bitte. Ich kann auch ein bisschen Joghurt drauf schmieren. Mir liegt's nicht. Oh, kein Problem. Rechnung kommt dann, ne? Ich finde, nachher geht mein Flurry auf dich hier, dass ich da gerade deinen Ölwechsel mache. Ja, ich bringe ja viel bei, ne? Also eigentlich ja, schuldest du mir noch Geld. So, und jetzt bitte ganz vorsichtig, weil da machen die meisten den Fehler, mit Gefühl festziehen. Das ist ein Aluminiumgewinde und wirklich mit Gefühl handfest. Ich habe noch nie jemand so eine Knarre nutzen sehen, ne? Psst. Hier ist fest. So. So, dann können wir jetzt eigentlich auch schon wieder, ich richte mal das Motorrad gerade hoch, halt mal den Ständer ein bisschen fest, dass er nicht direkt nach hinten schnellt. Dann können wir gucken, ob da noch Restöl drin ist. Wenn ich die einmal gerade kippe und wieder zurück, dann läuft in der Regel immer noch so ein bisschen raus. Aber hier anscheinend nicht. Doch, ein bisschen. Ein bisschen? Ja, okay. Und dann können wir gleich hier die Ölablassschraube wieder montieren. Eigentlich wechselt man den Kupferring auch. Da haben wir aber leider keinen neuen. Deswegen müssen wir notgedrungen den alten nehmen. Der sollte aber definitiv noch dicht halten. Das können wir eigentlich noch ein bisschen sauber machen hier. Das ist unten noch sehr, sehr dreckig. Willst du das mal reinigen? Einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit langen Haaren arbeiten. Ich hätte mir auch einen Zopf machen können. Solange die Haare sich nicht verfangen in der Kette wie letztens dein Schal, ist alles okay. Das hat aber noch niemandem erzählt. Wieder mit Gefühl. Ja, ist zu. Ja? Ja. Soll ich mal? Jetzt schon? Ja, sie hat sie am Kamm festgedreht. Ja, die ist fest. Okay, gut. Das heißt, wir sind almost done. Was wir natürlich jetzt noch machen müssen, ist, weil wir ja Ölrückstände hier auf dem Rahmen überall haben, vom Ölfilter und hier bei der Ölablassschraube, das machen wir einmal auch nochmal sauber mit dem Metallreiniger.
Ja, den gebe ich dir mal. Einfach ein bisschen drauf sprühen und dann kannst du mit dem Läppchen da einmal drüber wischen. Lang, lang, kommen lang. Da oben ist noch ein bisschen was. Ja, das kommt hin. Das heißt, was machen wir als nächstes? Auf der anderen Seite Öl reinfüllen. Genau. Richtig. 1,2 Liter kommen rein. Und du hast ja hier das Motul 300V. Das sind immer 1 Liter Kännchen. Ich glaube, hier ist noch ungefähr 700 drin, was ganz geil ist. Das heißt, stellen das mal eben, guck mal, stellen das mal auf den Boden. Da ist ziemlich genau 700 drin. Das heißt, wir brauchen gleich nur noch von dem zweiten Behälter 500 Milliliter, was ziemlich geil zum Abmessen ist. Bitteschön. Ja, das ist immer der schönste Moment, finde ich, nach einem Ölwechsel, das frische Öl einlassen. Macht es immer gluck, 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 und dann versinkt das Öl. Wie war das nochmal im Mittelteil? Gluck, 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 gluck. Ja, let's go. S'il vous plaît. Ich muss den Berg auch mal wieder putzen. Ich frage mich echt, ob David weniger Ahnung hiervon hat oder ich. Was sagen Sie dazu? Ich enthalte mich. Ist doch besser so. So, Runde 2, ich brauche noch 500 ml. Yes, kommt sofort. Das Ding ist, wollen wir die nicht, habt ihr, hier ist doch so ein Guckloch, wollen wir die nicht gerade hinstellen? Nicht, dass nicht. Das Ding ist, wenn aber nicht alles rausgelaufen ist, machen wir es zu voll und dann geht das kaputt. Nee, du kannst das Öl jetzt so auch noch nicht messen. Du musst den Motor laufen lassen, weil wenn das Öl sich erhitzt, dann dehnt es sich aus. Ja, das heißt, im kalten Zustand misst du sowieso nie den Ölstand, immer im warmen Zustand. Das Öl muss warm sein. Logisch. Ich wollte dir nur mal was geben, dass du auch flexen kannst. Ist okay. Gerne. Also ich habe noch nie so eine freche Praktikantin hier. Praktikantin? Ja, Praktikantin. So, jetzt schön weiterschütten. Ja, guck mal. Ich bin ein Genie. Noch ein ganz bisschen könnte gehen. Ja, können wir vielleicht gleich noch nachfüllen. Genau, so. Drauflegen, zack. Das heißt, jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Den haben wir ja da. Autsch. Oh, verdammter Dreck. Wie oft willst du dich am Kummer verbrennen? Alexia, ja. Ja. Was für ein Dekor hast du? Alexia. Hm? Ich habe Alexia an meinem Motorrad. Ach so. Ja. Och Mann, das gibt bestimmt eine Brandblase. Geil. So. Okay, so. Was müssen wir als nächstes machen? Jetzt? Motorrad laufen lassen, damit wir durchs Kupplauch gucken können. Ups. Ja. Also 1-2 Minuten ungefähr kann man entweder in der Standdrehzahl oder du gibst halt zwischendurch ein bisschen Gas, aber ich würde jetzt erstmal ruhig laufen lassen, damit das Öl einmal durchspült. Und dann, wenn es wirklich warm ist, dann kann man gucken, wo das steht. Tendenziell ist sogar immer ein bisschen mehr drin, weil du Altöl mit irgendwelchen Kanten noch hast vom Boot, das hält die komplett leer. Ich würde sagen, Motor ist warm, Öl ist warm. Das heißt, ich stelle jetzt mal das Bike gerade und du guckst, ob die Ölmenge richtig ist. Du hast mein Handy mit der Taschenlampe. Guck mal, jetzt sehe ich die Linie. Ja, aber es geht noch. Sehr gut. Das heißt, jetzt noch ein Final Step, denn wir haben noch nicht den Motorschutz dran. Ja. Dann sind wir ready. Ich bin echt, also wirklich Freund, an der Stelle muss ich sagen, ich bin extrem begeistert. Alexia macht sich so unfassbar gut. Sie hat das noch nie gemacht. Noch nie. Noch nie. Also ich will jetzt nicht sagen, aber mein erster Ölwechsel, also dass da am Ende überhaupt Öl drin war, das ist ein Wunder. Wirklich, du lachst, aber es ist kein Scheiß. Ich erzähle echt keinen Witz. Ja, aber ich glaube, dir das aufs Wort. Dunkle Erinnerung, dunkle Erinnerung. So, guck mal, jetzt macht Alexia hier weiter. Es ist wirklich ein Träumchen. Hallo. Ach so, ja. Pups. Oh Mann, ich sehe doch nichts. So. Mach die Augen auf. So. Sehr gut, das hat sich super angehört. Ach, das ist so einfach. Ja, mir fällt das so einfach. Mhm. Ja, warum einfach, wenn es so kompliziert geht, ne? Ja. Sieht richtig elegant aus. I did it! You done. Made it! Woo! Applaus bitte als Slamian!
Wirklich Respekt, Alexia. Ich stelle mir eben das Motorrad ab und du hast ja dreckige Hände, da hole ich dir gleich noch was. Wirklich absoluten Respekt, dass du das so grandios gewuppt hast. Ah, meine Ringe, die tun so weh. Oh ja, warte kurz. Dann mach ich guck mal, mein Finger ist ganz krumm da vorne von den Scheißringen. Ja, danke schön. Ich hol mal eben was gegen den Dreck, ja? Bin sofort wieder da. Warte, das würde ich jetzt wirklich, das würde ich schockieren. Jetzt kommt so Einhornseife oder so. Einhornseife. Ja, ich freue mich richtig. So, jetzt ganz kurz, bevor Alexia das sieht. Ha? Mhm. Okay. Hand auf. So, das verreibst du jetzt einfach. David, was ist das? Ja, wirst du sehen, ist geil. Verreib das einfach. Ich mach das auch auf meine Hände. Nein. Mach es auch auf meine Hände. Guck. So. Motul, Handcreme. Nicht lesen. Ich habe eine Brille auf, ich kann es sogar sehen. Wow. Ja, verreib. Verreib in den Händen, komplett. Da, wo alles, oder wo der Dreck sitzt, schön verreiben. Richtig schön verreiben. Anstatt einfach Hände zu waschen? Ja, pass mal auf. Naja, das Altöl kriegst du mit normalen Händewaschen nicht so gut weg. Achtung, am besten hier drüber machen. Oh mein Gott. Ist schon geil, oder? Ja. Das ist besser als Einhorncreme. Einhorncreme? Ja, Einhornseife. Ich hätte gedacht, jetzt kommt irgendwas Pinkes. Nee. Ich habe keine Einhorncreme hier. Ich habe eine Motul Hands Clean. Ja, das geht ja richtig gut. Das möchte ich haben. Geil, oder? Ja. Guck mal. Oh, die Brandblase dann, ne? Eieiei, das ist richtig rot. Ich bin da echt doll rangekommen. Oh Mann. Egal. Aber das ist wirklich, nochmal hier, du hast es richtig gut gemacht. Schreib gerne mal bei Alexia irgendwas in die Kommentare. Beim letzten Instagram-Foto irgendwas Cooles, irgendwas Nettes, weil fürs allererste Mal, ich weiß, ich wiederhole mich, das war richtig, richtig, richtig gut. Danke sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen und waschen uns die Hände über dem Altöl. Beste Leben, ja, so stelle ich mir Montag vor. Wir sehen uns alle spätestens übermorgen wieder. In dem Sinne, genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste. Ich euch auch. Geht steil.